Ja, meine Freunde, unangetastete Ruhmtour gibt's hier aus dem Grand Mercure Kaya Maya Rana Hotel oder so. Hier direkt aus Indonesien, Jakarta, zur IESF Weltmeisterschaft, meine Freunde. Ich bin gerade ins Hotel gekommen. Gerade eben, wirklich in dem Moment, das Zimmer betreten. Und bevor ich jetzt irgendwas bewege, habe ich mir gedacht, ich gönne euch einfach mal den Blick in diese Räumlichkeiten. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal da im Flur an. Da sieht das, also wenn man bei der Tür reinkommt, ja, hat man genau diesen Blick hier. Da kommt man mal gerade nach vorne und sieht hier rechter Hand schon mal das Badezimmer. Sensationell ausgestattet. Ich meine, Leute, das ist ein Popstar-Spiegel, ja. Richtig geiler Scheiß hier. Sämtliches Equipment am Start, was man so für die tägliche Pflege benötigt. Hier gibt es auch eine Dusche und ein WC. Aber ich habe jetzt meine Dusche mal ganz kurz. Alter, seht euch mal diese Dusche an. Ich möchte nur sagen, da geht's zur Dusche. Ja, Moment. Ah, hier geht's da rein. Mit Blick ins Schlafzimmer bzw. aufs Bett. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Seht euch das an. Oh, Hammer! Hammer! Oh, mit Regen, du Sprausenkopf. Cooler Scheiß. Ja, so, ja, ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal gleich mal direkt weiter hier. Dann nochmal zurück in den Vorraum. Was haben wir hier schon alles? Schränke. Oh, Moment, ich muss da kurz meinen Koffer wegräumen. Schränke. Innen beleuchtet, bitte. Ich meine, hui, Schlappen gibt es hier auch. Innen beleuchtete Schränke. Ein großer Spiegel. Juhu. Was haben wir schönes? Einen weiteren Schrank. Oh, der ist nicht beleuchtet. Okay, cool. Ja, mit Safe. Naja, okay. So, und da kommen wir dann schon. Und es riecht nach Nelken, Zimt, Gewürzen. Geil. Wie ein Räucherstäbchen oder so. Voll cool. Und ihr seht es da schon im Hintergrund. Ein Riesen Fernseher hier. Mit einem eleganten Arbeitsplatz, sämtliche Anschlüsse, das ist cool. Hier, Kühlschrank, darf natürlich auch nicht fehlen. Hey, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist eine Kopie. Kratingdeng. Eine Kopie aus dem österreichischen Traditionshaus, oder ist das, ich glaube, das ist sogar das Original, nur halt auf Indonesisch. Oder ist es nicht so, kommt der Saft nicht von hier irgendwo, ursprünglich, oder das Rezept zumindest. Da, hier gibt es einen Wasserkocher mit Tee, Wasser, Snacks und hier the Master Bedroom. Muah, sehr coole Sache hier, macht auf jeden Fall Sinn. So was wird unterstützt. Ja, Telefonstation. Geiler Scheiß. Und da habe ich noch eine Tür übersehen. Was ist denn da drin? Oh, das wäre quasi der Durchgang. Aha. Wenn man sich gleich mal zwei so Zimmer gönnt. Okay, damit haben wir nichts zu tun. Ein Raucherzimmer sogar, bitte, mit Aschenbecher. Und oh, ich sehe schon, der Akku wird leer. Also sollte ich jetzt weg. Ja, da bin ich wieder. Ja. Da machen wir dann noch einen schnellen Blick, bevor der Akku ganz leer ist, aus dem Fenster. Wenn das irgendwie, kann man das erkennen? Kann man das? Ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal. Ich kommentiere gar nicht. Ja? Hammer! Ja, da ist sogar jemand im Pool. Da könnte man runterwinken. Ja. Geil hier.